Landwirt Praxistest. Schnurgerade Furchen wie von Geisterhand? Weniger Vorgewinde und exakte Keile pflügen mit gerader Schlussfurche? Kein Problem für den Lemken Juwel mit GPS-Steuerung. Das behauptet zumindest der Hersteller. Doch was kann dieser Hightech-Pflug wirklich? Und wo kommt die Elektronik an ihre Grenzen? Die Antwort gibt unser Praxistest. Den Anbaudrehpflug Juwel gibt es bereits seit einigen Jahren. Schon bei einem früheren Praxistest haben wir ihm ein gutes Zeugnis ausgestellt. Inzwischen hat Lemken die Technik weiter verbessert. Das Ergebnis ist eine sehr vielseitige Pflugbaureihe mit hohem Bedienkomfort. Bei der letzten Herbstfurche waren wir wieder mit einem fünfscharigen Juwel 8V unterwegs. Schon die Serienausstattung ist sehr umfangreich. Wir hatten aber einige neue Features an Bord, wie zum Beispiel die Isobus-Steuerung Turn Control Pro. Damit hebt Lemken den Bedienkomfort auf ein neues Level. Der Jobrechner sitzt am Dreipunktturm. Über eine USB-Schnittstelle lässt sich die Software updaten. Vom Traktor werden zusätzlich das Geschwindigkeits- und das Hubwerkssignal benötigt. Wir haben unseren Testpflug mit einem CCI 200 Terminal bedient. Grundsätzlich geht das aber auch mit den meisten traktoreigenen Isobus Terminals. Um den Komfort weiter zu steigern, bietet der Hersteller zusätzlich eine Isobus Joystick Box und einen Multifunktionsgriff an. Damit lassen sich alle Einstellungen schnell und komfortabel vom Fahrersitz aus vornehmen. Die Funktionen werden übersichtlich am Terminal dargestellt. So behält man trotz der vielen Möglichkeiten einen guten Überblick. Unser Isobus-erfahrenes Team war begeistert. Doch damit nicht genug. Unser Juwel war zusätzlich mit der Guide-Funktion ausgestattet, ein GPS-Lenksystem für den Pflug. Üblicherweise wird der Traktor über GPS gelenkt. Beim Pflügen fährt er in der Furche. Für gerade Furchen verstellt das Lemken-Guide-System die Arbeitsbreite des Pfluges über GPS. Der maximale Regelbereich lässt sich begrenzen. Damit kann man Rücksicht auf bodenspezifische Eigenschaften nehmen. Zugegeben, anfangs waren wir schon etwas skeptisch. Eine gerade Furche ist für erfahrene Pflüger keine große Herausforderung. Das System kann aber deutlich mehr. Es ermöglicht auch auf unförmigen Feldern eine absolut gerade Schlussfurche über große Entfernungen. Quasi Pflügen auf Zielfurche. Das zeitraubende Auspflügen von Keilen am Feldende gehört damit der Vergangenheit an. Klingt einfach, ist es aber nicht immer. Man muss sich schon sehr intensiv mit der komplexen Technik auseinandersetzen, um genau zu verstehen, wie die Elektronik arbeitet. Trotzdem, das System bietet viele neue Ansätze und ist schon jetzt ziemlich durchdacht. Für diesen Komfort muss man aber auch tief in die Tasche greifen. Zwischen der mechanischen Variante des Juwel 8 und der High-End-Ausführung liegen über 17.000 Euro. Wenn der Traktor keine GPS-Antenne hat, kommen nochmal ein paar tausend Euro dazu. Da werden sich viele Praktiker die Frage nach der Notwendigkeit stellen. Unsere Einschätzung: Dieser Pflug richtet sich an Spezialisten. Wer großen Wert auf ein sauberes Pflugbild legt und sich mit der Technik befasst, der wird bei der Arbeit mit Turn Control Pro Guide viel Spaß haben. Wer mit Elektronik weniger am Hut hat, der sollte sich für eine einfachere Ausführung entscheiden. Der Juwel 8V mit Isobus-Steuerung und GPS-Lenkung kostet in Grundausstattung knapp 47.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Unseren ausführlichen Testbericht mit allen Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 14/2017.